Wir kommen zur Tagesordnungspunkt 17. Das ist die Wahl von Mitgliedern und nachrückenden Mitgliedern des Wahlprüfungsgerichtes nach Artikel 78 der Hessischen Verfassung und § 2 des Wahlprüfungsgesetzes. Hierzu liegt Ihnen ein Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU, Bündnis 90, die Grünen, der SPD, der AfD, der Freien Demokraten und die Linke vor. Er trägt die Drucksache Nummer 20-24. Zu wählen sind 3 Mitglieder des Wahlprüfungsgerichtes und 3 nachrückende Mitglieder. Können wir hierüber offen abstimmen oder wird geheime Wahl gewünscht? Offensichtlich können wir hierüber offen abstimmen. Dann kommen wir auch zur Abstimmung. Wer dem Wahlvorschlag mit der Drucksache Nummer 2024 zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Es gibt Enthaltungen. Halten Sie die Hände hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Enthaltungen. Damit ist der Wahlvorschlag angenommen.